Willkommen, wunderschönen Sonntag euch allen zurück. Town of Salem together. Mit dabei ist immer noch der Garg. Moin Moin. Und der Sebi. Hi. Hallo. So, ich bin wieder Teil der Mafia. Ich bin Town. Ich bin auch Town. Das heißt, ich spiele allein gegen euch, okay. Was werden wir claimen? Ich gehe nur mal wieder auf einen Sheriff-Claim. Natürlich alles Noobs. Noobs. Außer, na komm jetzt bitte. Mutti. So, und wie immer, Toni stinkt. So, wir haben in der ersten Nacht, haben wir Cap untersucht. Der wird natürlich noch suspicious sein. Sollen wir mal schauen, was hier passiert? Schwer, denke ich, weil kein Konsigliere oder so. Juhu, ich bin tot. Was warst du? Ich war der Forger. Oh. Die Rolle habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber im Video schon, oder? Du weißt, ich gucke deine Videos so gut wie nicht. Aber die von Jaco? Nein, also in letzter Zeit eher wenig, weil ich einfach nicht mehr zum Videoschauen komme. Sehr unschön. Ja, super toll. Ich bin jetzt raus. Das heißt, ihr könnt jetzt hier den Spaß irgendwie haben, ein bisschen labern. Weil ich kann nicht viel sagen. Ich brauche nicht drüber nachdenken, was meine Mafia-Kumpanen tun. Es wird immer schwerer. Jetzt müsste ein Amnesiac halt zum Forger werden. Das wäre ganz cool. So viel dazu. Hat sich das sofort erledigt. Aber der Bodyguard ist tot, hat er gelieft? Es könnte doch theoretisch noch ein Amnesiac da sein, oder nicht? Theoretisch ja, aber er hat gelieft, Alice Parker, und das ist jetzt gleich mein Report. Hey, guys, I think I found this geyser. I'm Axel and Kingpin was my target. And now suddenly I'm Jester. Interessant. Yeah, reveal the math rules. Erzählt mal ein bisschen mehr. Kommentiert euer Spiel. Vorgang. Ich kann nichts groß kommentieren. Ich gerade auch nicht. Ich muss gerade ein bisschen überlegen, was ich machen werde. Bist du zufällig Jailer? Nein. Dann kann ich ja ruhig sagen, dass ich in der letzten Nacht gejailt wurde. Okay. Theoretisch hättest du es nicht sagen dürfen, hättest du es schreiben können. Ich hoffe halt vor allen Dingen, also ich wüsste gerne eure beiden Rollen, aber ich weiß ja leider nicht. So, ich hoffe, dass der Gottvater jetzt nicht auf King, auf den Frojo geht, der sehr wahrscheinlich immer noch Ex ist. Aber nette Taktik. Muss ich ihm geben. Nette Taktik. Jetzt hoffe ich, dass Raven hier den Vigilante Rope blockt. Er wird auf Cup gehen, das ist okay. Und jetzt müssen wir mal gucken, was hier so passiert. Hey, Archway. How are you? Ja, mal gucken, ob vielleicht der mit mir sprechen will. Scheint nicht so. Ich bin alleine. Ich bin alleine und tot. Das ist sehr langweilig. Und Kingpin for Life ist tot. Tja, dann bist du wohl nicht mehr allein. Das ist wohl wahr. Der SK hat ihn gekillt. Redet er denn wenigstens mit dir? Also, bis jetzt noch nicht. Der SK scheint vorzuhaben,
die Mafia auszurücken hier. Tja, auf jeden Fall wissen wir dann jetzt wahrscheinlich, wer ein Exe ist. Der müsste jetzt zum Jester geworden sein. Beziehungsweise jetzt Jester, genau. Ja. Spätestens jetzt, ja. Oder er ist sogar Escape. Oh, Troth Planet. Das sein. Ich hoffe, dass Troth Planet keiner von euch ist. Nein. Nein. Sehr gut. Hätte mich auch ein bisschen schockiert. Troth Planet scheint das nicht ganz rauszubekommen. Ist aber wirklich interessant hier, dass der SK auf ihn gegangen ist. Ich habe noch gesagt, hoffentlich macht's ja Godfather nicht, weil er ist ja confirmed Exe oder Jester. Der Typ. Oh, jetzt hat er geliebt. Ich bin immer noch alleine. Und dann wäre es blödsinnig gewesen, dem Executioner hier das Target zu töten. Der hätte ja helfen können. Moment mal, die Mafia hat niemanden getötet, oder? Nein. Korrekt. Nur ein SK gefunden oder jemand gejailt ist. Oh, Raven. Verrate ich doch nicht. Bitte roblock ihn jetzt nicht. Wenn er jetzt roblockt, wäre das schwierig. Ja, okay. Distract Froyo. Warum? Sehr wahrscheinlich, ja. King Curry. Nice, da ist er AFK. Kann man machen. Hoffe ich nicht zu lange. Und wir haben hier eine sehr langweilige Runde. Und wahrscheinlich auch wieder eine negative für uns, weil ich glaube nicht, dass die beiden Mafiosen das schaffen. Weil, naja, schwierig. Und wieder eine langweilige Nacht. Jetzt wird Furio gekillt. Wahrscheinlich vom ja, Serial Killer. SK, der macht das dann gleich knallhart. Und also die Mafia hat wieder nichts getötet. Das ist jetzt. Oh, der SK sagt, wenn er gejailt wird, wird es dem Jailer sagen, dass er SK ist. Wäre natürlich dann ein Report-Grund, weil das Game-Throwing ist. Ist dein Mafia-Kollege oder deine Mafia-Kollegen sind die AFK? Ich weiß nicht, ob sie Hirn-AFK sind oder ganz AFK. Okay. Ich fand übrigens die Taktik vom Froyo sehr schön. Die hat mir echt gut gefallen. Ja. So, was haben wir hier? L, Cap ist Mafia, sagt L. Okay, ich glaube, dass das Sebi ist. Aber dann ist Cap nicht SK. Wenn er jetzt länger AFK ist, wird das natürlich dann schlecht sein für uns. Wobei jetzt nicht zu kühlen sogar fast gut wäre. Das Schöne ist, dass ich den Godfather nicht finden werde wahrscheinlich. Okay, also bist du wahrscheinlich Sheriff. Nein, doch, vielleicht. Den SK kann der Sheriff aber sehen, oder? Ja, kann er. Gut. Sorry, das war nicht geplant, hier einen Screenshot zu machen. Oh, 2 Kills, guck mal. Hat der Jailer etwa gekillt? Oder war es die Mafia? Ich hoffe mal, es war nicht die Mafia.
Deswegen muss er verdächtig sein vom Escape. Nice. Bodyguard. Finde ich gut? Nee, ich nicht. Auch nicht. Find's gut. Jailer könnte bald mal sterben. Jetzt Jailer tot werden richtig nice. Schade. Also entweder... Lookout wahrscheinlich. Denke ich auch mal. Ja. Das war klar, dass Jennifer Lookout ist, aufgrund des letzten Willens. Also Sebi ist Escort. Ja, da fraut er gerade das Spiel. Oder er macht einen auf Chester. Der Random Falls hier. Haben wir irgendeine Spur? Vielleicht der Typ, der sagt, er wäre SK. Und er lief, das habe ich auf jeden Fall einen Grund, ihn zu reporten, nicht nur aufgrund des Game Throwing. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Einer mit viel Glück töten. Das darf der Gottfahrer halt nicht gewarblockt werden, das wäre sehr unschön für uns. Und gleichzeitig jetzt bitte den Jailer killen. Ich glaube, ich habe einen Verdacht, wer Mafiose ist. So. Al wird sterben. Ich gehe auch an, das ist Sebi. Ich wiederhole mich gerade, gell? Aber das ist halt blöd, wenn man tot ist, nichts darüber sagen kann. Was heißt nochmal erst auf Englisch? Also, nimmst du von erst jetzt? Erst jetzt wäre right now, oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube. Ist das nicht jetzt just now? Ich weiß nicht. Ich habe einfach nur now, Fragezeichen. Ich nehme an, du bist tot. Ich wusste, dass du das bist, Sebi. Du warst L. Ja. Hab ich gewusst. Der Jailer hat mich getötet, weil ich nicht schnell genug meine Abilities hingeschrieben habe. Echt? Der Jailer hat dich gekillt? Und aber wie geil. Sau gut, du warst nämlich Escort. Ja, war ich. Und ich denke, dass Cap Mafiose ist. Oder das finde ich gerade richtig gut, dass der Jailer gekillt hat, weil jetzt kann er nicht mehr töten. Jetzt haben wir sogar echt noch eine theoretische Chance. Das war ein dummer Move. Was war ein dummer Move von wem? Nix. Vom Random Force, der geliefert hat. Achso. Und das Game gefroht hat, indem er sich mobiliert hat. 2, 4, 6. Oh, mit zwei Mafia und einer random Neutral-Rolle, die ja noch alles sein kann, haben wir echt sogar noch Chancen jetzt. Hätte ich nicht gedacht. Oh. Ein Arson ist auf einmal da. Komm schon. Wählt Cap dann hoch, wenn er. Ah, so finde ich doch auch, oder nicht? Nein. Ja, auch nicht. Was findet der denn überhaupt? Du kannst nur Mafia finden, die kein Gottvater sind. SK, Werwolf alle zwei Wochen. Das war's. Ja, super. Deswegen finde ich Sherry auch ein bisschen schwierig. Komm schon, wählt ihn jetzt. Wenn er wirklich Ase ist, wäre das perfekt. Er claimt Dog. Da claimt der Random Town, der Cap. Ich glaube, Cap lügt. Sind die beiden Mafias im Prinzip verraten? Wählt doch mal jetzt Cap! Ja,
Das ist wichtig, dass er ihn jetzt Rope lockt. Sehr schön, jetzt kill jemanden bitte. Komm schon, kill den Jailer. Dann haben wir gewonnen. So gut wie. Mann! Oh, Gott sei Dank ist der Godfather smarter als die Random Mafia. Bitte fall nicht drauf rein, Godfather. Hör nicht auf den. Nein, er hört auf ihn. Der Vollidiot. Jetzt merkt er es auch. Und er kann es nicht mehr ändern. Um Gottes Willen. Ich hab doch gesagt, ich weiß nicht, ob sie hier in AFK sind oder ganz. Ah, wie blöd. Okay, also es sind noch zwei Mafiosi, zwei Mafia-Leute da, ne? Ja. Das heißt, ich muss mindestens eine Suspicious-Rolle finden, oder nicht? Du kannst eine finden, ja. Ja. Es sei denn, der Godfather stirbt und eventuell der Mafioso. Ja, ist ja noch am Leben. Und ich habe alle, die jetzt da stehen, durch, bis auf einen. Komm jetzt. Oh, da hat sich der Jailer gerade geoutet. Komm schon, jetzt weißt du, auf wen du gehen musst, Boy. Geh den Jailer. Dann haben wir das gewonnen. Wählt Cap. Los. Oh, doch nicht? Krass. Und schon. So, mal gucken, ob Cap jetzt wirklich böse ist, wie der Großteil es behauptet. Komm schon. Ja. Jailer, bitte jail nicht den Godfather. Bitte jail nicht den Godfather. Wenn der Jailer jetzt nicht die Mafia-Killing-Rolle jailt, haben wir eine gute Chance. Was ist denn jetzt der Raven zu Cap? Wie kommt King Curry drauf, dass jetzt schon den Jawoll Aso down? Jetzt nicht den Godfather jailen, bitte. Dann haben wir gewonnen als Mafia. Oder unentschieden zumindest. Außer der Jailer stirbt. Yes, wir haben gewonnen. Jailer killen, dann haben wir gewonnen. Hoffentlich gibt es keinen Bodyguard mehr. Wer ist noch da? Wir haben den Sheriff. Das ist eine investigative Rolle. Wir haben einen Support ist Escort. Protective ist down. Protective ist town. Town killing ist down. Es gibt noch random town. Wenn jetzt Mayor wäre, natürlich extrem böse. Aber den hätten wir immer noch gewonnen. Weil er ja killed werden kann. Und der Sheriff nichts machen kann. Und er müsste sich revealen. Im Normalfall dürfte die Mafia gewonnen haben. Auf jeden Fall habe ich recht gehabt. Ja, aber Mafia müsste trotzdem gewonnen haben, weil wenn der Jailer ist, könnt ihr uns nicht mehr roadblocken im Normalfall. Weil es stehen noch zwei Mafias da. Also hochwählen könnt ihr nicht. Ich weiß. Jawohl. Sehr schön, da haben wir gewonnen. Außer jetzt kommt noch so ein Magic Escort raus. Die Roblox immer unseren Godfather und da gibt es halt logischerweise Unentschieden. Aber andernfalls können wir nicht mehr verlieren. Du bist Isso angeblich. Ja. Yep.
Mich interessiert mal, was der letzte Town denn ist. Ah, Fireblaze, sagt er. Okay. LOL. Oh. Ah, ja, aber es ist trotzdem egal, weil wir haben trotzdem gewonnen. Warum? Weil der Gottvater killt den Mayor und dann gewinnen wir, weil im 1 gegen 1 gegen den Sheriff kann der Sheriff nichts machen. Also Mafia hat gewonnen. Ich hab's gerade eben noch gesagt, es sei denn, es gibt einen Mayor und wir gewinnen trotzdem. Sofern sie jetzt die richtige Person killen. Ja, Mafia hat gewonnen. Außer der Gottvater ist dumm. Wenn er jetzt einen Sheriff killt, ist er dumm. Ja, dann ist er wirklich dumm. Das Tolle ist, ich habe gerade vorhin noch kurz bevor die Nacht anfing gesagt, wir haben auf jeden Fall gewonnen, wenn der Jailer tot ist. Es sei denn, es gibt einen Mayor. Selbst dann haben wir gewonnen, weil er revealen muss und damit wissen wir, wen wir töten müssen. So toll, wie ich es einfach gewusst habe. Dann noch interessant. Weil selbst wenn er jetzt gehängt wird. King Curry, du warst bisher so gut. Du hast einmal auf Raven gehört. Das war dumm von dir. Weil er hat echt den Cap-Akt attackiert. Das war einfach schwachsinnig. Aber ist okay. Ich habe Raven einfach zu spät gefunden. Und was? Der wird innocent, der Mayor. Wie gut. Wie gut. Ich glaub, jawohl. Da macht er es jetzt nochmal. Jawohl. Oh, er macht es nur schneller. Das Spiel ist so oder so verloren. Aber trotzdem, er macht es schneller. Oh, wie gut ist das denn? Wow. Glückwunsch an King Curry und Raven Darkholm, dass sie das noch gewonnen haben. Du hattest halt unglaublich Pech, dass du den Konsort erst so spät gefunden hast. Wenn du den früher findest, verlieren wir das auf jeden Fall. Jawohl, oh, geht schneller rum. Trotzdem ist das eigentlich vom Mayor ja schon Game Throwing. Wieso? Er wusste ja nicht, wer es ist. Gab ja keinen Beweis. Naja, King Curry hat schon gesagt, einmal, dass er Quadfaser ist. Abgesehen davon, dass der Raven keine Escort sein konnte, weil Random Town durch den Mayor belegt wurde. Mhm. Naja. Natürlich hat er das Spiel so oder so verloren gehabt. Also, es war kein Game Throwing. Er macht's schneller. Naja, er hätte immer noch den King Curry hochheilen können. Und dann? Wird mein Konsort zum Mafioso, killt den Mayor. Genugtuung. Ja, das ist doch egal. Also, das Spiel wäre, außer natürlich, der wäre ein kompletter Idiot gewesen. Dann naja, du hast doch gesagt, Raven war ein Idiot. Ja, nicht wirklich Idiot, aber die Idee halt auf Cap zu gehen. Das Gute ist, er meint dann so, wait. He is immune, right? Und er war ja sowieso gejailed. Ich fand's gut, dass der Jailer dich gekillt hat, Sebi. Ja, ich fand das nicht so schön, weil er hat mich einfach 5 Sekunden, bevor die Nacht geendet ist, ich soll meine Abilities hinschreiben. Und dann war ich auch schon tot. Das Ding ist, das mache ich sowieso selbst auch nie. Das ist so langweilig, das ist einfache Wiki. Ich kann dir von jeder Rolle die Attribute hinschreiben und er weiß sie ja auch nicht. Er kann sie nicht alle auswendig wissen. Sprich, er hat ja auch Wiki offen daneben bei. Also, das ist so lame. Naja, wir haben gewonnen. Ich habe sehr viel dazu beigetragen. Ich habe vorhergesehen, dass es einen eventuellen Mayor geben kann, der trotzdem verliert. Also war alles cool. Ja, ist klar, du bist der... Nein, ich sag's nicht, ist YouTube-Video. Man kann jawohl! Nicht zurücknehmen. Ich hab voll geil. Ich habe gerade das Achievement bekommen. Win the game without cleaning any bodies und das als Forger. Okay. So, mit diesem Bug sag ich schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Ciao.